Guten Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Zweitligaspiel gegen Dynamo Dresden. Endstand 2:1 für den FC St. Pauli. Ich begrüße neben unseren Trainer Michael Fronzek, den Gästecoach Steffen Wenze und bitte ihn auch gleich um sein Statement zum Spiel. Ja, schönen guten Abend. Für uns ist es natürlich schwer, einen Nackenschlag wieder so zu verkraften, wie er jetzt eingetreten ist durch den Spielverlauf. Zudem, was das Spiel an sich betrifft, denke ich, St. Pauli hat in der ersten Halbzeit klar das Spiel bestimmt. Phasenweise sehr, sehr hohen Druck aufgebaut. Meine Mannschaft hat das umgesetzt, was wir wollten. Wir wollten denen quasi das Spiel überlassen, um dann in und an der Mittellinie das Spiel enger zu gestalten, um wenig zuzulassen. Ist uns in der ersten Halbzeit nicht ganz so gelungen. In der zweiten Halbzeit, denke ich, ein bisschen besser. Es sind ein paar Möglichkeiten für St. Pauli entstanden, wo wir auch schon hätten früher in Rückstand gehen können. Ich denke, in der zweiten Halbzeit waren wir sehr gut drin und hatten auch bessere Angriffe nach vorne. In der ersten Halbzeit hat mir es nicht gefallen, wie wir phasenweise im Spielaufbau dann die Bälle verloren haben. In der zweiten Halbzeit war es besser und wir sind auch dann noch ein bisschen zielgerichteter nach vorne gekommen. Der Spielverlauf ist, glaube ich, selbsterklärend. Für uns ist das halt ein enormer Rückschlag und ich hoffe einfach, dass wir das zur nächsten Woche rauskriegen aus den Köpfen, weil die Situation ja nicht besser wird. St. Pauli, gratuliere ich zum Sieg. Für uns geht es nächste Woche weiter, hoffentlich mit einem anderen Ergebnis. Herr Metzger, vielen Dank. Michael Danzler, bitte. Ja, ich denke, die Analyse ist soweit okay. Ich denke, dass wir heute unser bestes Saisonspiel gemacht haben, über 90 Minuten, und dass die Mannschaft wirklich viel von dem umgesetzt hat, was wir schon teilweise in Bochum in der ersten Halbzeit gespielt haben, da aber nicht durchgehend das durchziehen konnten. Ich sage immer, dass wir in einer Lernphase sind, dass wir viele neue Spiele auf dem Platz haben, und was wir heute abgeliefert haben, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Herausragend natürlich unser Publikum, und es ist wirklich außergewöhnlich. Auch wenn wir das Spiel verloren hätten aus irgendwelchen Gründen, steht halt das Publikum wie ein Mann hinter dieser Mannschaft. Und ich bin froh, dass nach dieser unglücklichen Niederlage, Heimniederlage gegen Bielefeld, dass wir das Ding noch drehen konnten. Ich denke, wir sind verdienter Sieger, aber es hätte natürlich auch dann, wenn der Elfmeter reingegangen wäre, wenn wir nicht direkt zurückgekommen wären nach dem 1-0 der Dresdner, ja, dann hätten wir vielleicht über andere Sachen gesprochen hier. So bin ich sehr, sehr zufrieden und glücklich über das, was ich heute von der Mannschaft gesehen habe. Dynamo Dresden wünsche ich für die nächsten Tage einen kühlen Kopf und alles Gute. Danke. Vielen Dank, Michael. Jetzt Ihre und eure Fragen. Kurz bitte Handzeichen, dann kommen wir mit dem Mikro rum. Frage an Herrn Wenze. Wie lange werden Sie denn Trainer sein? Also ich hoffe, so kurz wie möglich. Also wir wollen das schnell abhandeln, das Thema, und hoffen halt, das wirklich zügig zu bearbeiten und dann noch final. Beim nächsten Spiel vielleicht schon jemand anders? Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Und deswegen ist die Antwort die gleiche. Steffen, beide Tore fielen im Anschluss an Standards. Hat die Mannschaft insgesamt, ist das so ein bisschen vielleicht das Problem gewesen, zu viele Standards um den Strafraum herum verursacht und zugelassen? Ja, es war auch eine Forderung, gerade aus den Eindrücken des Spiels von St. Pauli gegen Bielefeld, wo auch sehr, sehr viele Standards waren. Diese nicht so in der Anzahl zuzulassen, ist leider so passiert. Das Ziel war es, das nicht zu tun. Aber ich denke, auch gerade aufgrund der individuellen Geschicke dieser 1-1-Situation der doch kleineren, schnelleren Spieler, ist es manchmal nicht auszuschließen. Steffen, da würde ich nochmal anhaken, die Freistöße zu verhindern, ist die eine Sache, dann regelmäßig, was ja Dynamos großes Problem ist, daraus dann auch Gegentore zu kriegen. Die andere, wo kann man da ansetzen? Also es war im Prinzip ja eine Zehntelsekunde Unaufmerksamkeit und schon passiert das wieder. Ist das eine Frage der geistigen Frische oder sagst du, ja, irgendwo bist du dann auch ein Stück weit machtlos, dass die Dinger dann eben genau so reingehen? Ja, machtlos wäre bankrott irgendwo, aber ich denke, dass das Zweite relativ schwierig dann zu erklären ist, wenn es ein direkter Freistoß ist. Die erste Geschichte war genau in dem Wechsel. Der Udia war eingeteilt für einen Ball, sind gewechselt. Wir haben das gesagt. Er hat aber in dem Sinne eher eine Flanke verteidigen wollen und sich zentral positionieren und hat die Übergabe halt nicht geklappt an den Spielern, die quasi den 16er
bespielen. Und da war das Problem. Außerdem ist es aus einer Bewegung entstanden, die ich dann auch aufnehmen muss, wenn ich in der Nähe bin. Gut, gibt es sonst noch Fragen? Wenn dem nicht so ist, vielen Dank fürs Kommen. Bei uns geht es morgen weiter um 10. Unseren Gästen aus Dresden eine gute Heimfahrt. Danke. Und euch allen einen schönen Abend. Danke und tschüss.